Ja, hallo, liebe OZ-Community, hier spricht Oliver Eberlein. Ich bin der Mitbegründer von OZ Oronita und ich möchte euch heute den Prana-Tropfen Metatron vorstellen. Ein Prana-Tropfen ist ein energetischer Anhänger, der die Aura harmonisiert und stärkt, und er besteht aus Oronit. Oronit ist ein Verbund aus Epoxidharz, Edelstein und Edelmetallen, das dazu dient, die negativen Energien zu harmonisieren. Wer mehr zu dem Thema Oronit wissen will, weil ich kann das jetzt nicht alles hier in dem kurzen Video erklären, der kann sich gerne auf unserer Seite oz-oronite.de informieren, wie das genau mit dem Oronit funktioniert. Aber kommen wir mal zu dem Prana-Tropfen, Metatron. Wie zu sehen ist hier, ich tue es mal hier kurz schwenken, nach links und rechts, haben wir hier den Prana-Tropfen, also den Metatron-Würfel, vorne drin. Das ist ein heiliges Symbol aus der heiligen Geometrie und symbolisiert eigentlich die Erweckung des menschlichen Potenzials und die Reaktivierung der DNA. Also ein bisschen geschichtlichen Background dazu. Früher war der Mensch zu Zeiten von Lemurien und Atlantis, hatte seine vollen Fähigkeiten erweckt. Und aber verlor dieses Wissen und diese Fähigkeiten dann durch den Fall quasi. Und unsere heutige Zivilisation hat das Wissen und aber auch die Fähigkeiten um die heilige Merkaba verloren. Wir leben aber jetzt in einer Zeit, in einem neuen Zeitalter, also wir treten in ein neues Zeitalter ein, wo der Metatron-Würfel wieder wichtig für sein wird und dient einfach dazu, dieses innere Potenzial, das wir früher einst besessen haben, wieder zu reaktivieren. Hier in Form von dem Prana-Tropfen Metatron. Das ist unser Bestseller im Shop. Wahrscheinlich auch einfach wegen dem wunderschönen Symbol da drin. Prana-Tropfen werden von uns in einem mehrschichtigen Verfahren hergestellt. Das heißt, das erste Schritt 1 wäre, die Edelsteine, das Edelmetall und das Harz zu platzieren. Und natürlich das Symbol hier vorne wird sehr große Acht gegeben, dass das wirklich zentriert ist. Im zweiten Schritt wird es dann nochmal abgeschliffen. Und im dritten Schritt wird hier nochmal ein Mantel drüber gegossen. Das ist eine Technik, die speziell von uns auch entwickelt wurde, um so zu vermeiden, dass hier irgendwelche Edelsteine oder Edelmetalle aus dem Prana-Tropfen hinausragen. Das hat natürlich den Effekt, dass es sehr die Hand schmeichelt und angenehm einfach anzufassen und angenehm zu tragen ist, da es keine Kanten oder keine spitzen Ecken gibt. Im vierten Schritt wird es dann noch veredelt, das heißt, es wird nochmal fein abgeschliffen und poliert und dann schließlich zur Weitergabe in den Versand gebracht. Diese Woche haben wir Metatron im Angebot. Wir haben die Denk-in-Fülle-Woche bei OZ Oronite. Also falls euch der Anhänger interessiert hat, könnt ihr gerne mal reinschauen auf unserer Webseite. Wir haben auch noch tolle andere Angebote dort und ihr könnt euch auch umfassend dann über das Thema informieren. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.